Sehr gut. Genau, wir gehen in den Workshop wieder. Wir gehen in den Workshop. Lass mich mal ganz kurz erstmal ordnen hier. Ich habe alles durcheinander gestellt und jetzt steht auf meinem Programm, steht hier in meinem Käse. Das ist ja auch ganz klassisch. Entschuldigung, ich muss immer mal... Käse und Trauben, das wurde auch wurde sehr neidisch beliebäugelt im, ja, im Chat. Ja, auch zu Recht. Und wenn ich das sehen wollen, also wenn ich das sehen würde, dann würde ich mich auch beneiden. So, ich muss ganz kurz umstöpseln. Ich weiß, das ist ein bisschen unsexy jetzt, aber ich muss hier an den Rechner rein. Manu, erzähl doch mal noch was Spannendes, bitte. Ja, wir gehen jetzt wieder in den Workshop. Das heißt, wir werden jetzt wieder uns in einen aktuell laufenden Workshop dazuschalten. Ich weiß gerade nicht genau, welcher das ist. Ich gucke gleich nochmal nach. Und dafür brauchen wir wieder dein Mind-Test. Ich muss jetzt mal ganz kurz einmal den Dings machen hier. Aufstehen und HDMI-Kabel sind echt nicht so leicht zum Verstecken. So. Wir schauen uns jetzt das Pixelmuseum an. Wir schauen uns das Pixelmuseum an, okay. Genau. Ich bin bereit. Also noch nicht ganz, aber gleich. Erstmal muss ich meinen Kopfhörer wieder aufsetzen, damit man mich hören kann. Damit wir uns gleich mit den Leuten unterhalten können. So, Pixelmuseum und mein Test. Sehr gut. Hey, ich bin echt neidisch. So, ich meine, man kann das ja lernen, so zu zeichnen, aber mit was für einem gekonnten Schwung und mit einer Leichtigkeit, das ist jahrelange Übung, ich weiß, aber das ja, und ist unfassbar faszinierend. Ich bin in Hamburg auch in so einer Künstlerbubble ganz aktiv, die auch ganz viel mit Computerspielen zu tun haben und auch ganz oft so Artist-Kram machen für Computerspiele. Und da habe ich mich letztens mit jemandem drüber unterhalten. Da wurde mir gesagt, dass es nicht nur etwas mit Talent zu tun hat, sondern dass das hart erarbeitet ist. Und wenn man ArtistInnen immer nur sagt, ja, aber du hast ja ein Talent dafür, dann würde das auch diese ganze harte Arbeit, tägliche Arbeit, komplett unterschlagen. Und das finde ich so, so wichtig, dass man das bedenkt, dass gerade Kunst und Artistry ganz, ganz viel damit zu tun hat, dass da viel, 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 viel Zeit und Arbeit und Liebe reingesteckt wird. Ich finde das auch bewundernswert. Besonders, dass es jetzt so schnell ging und dass sie das so gut hat einfangen können. Und ich bin so verliebt. Gut, dann hatten wir das jetzt auch geklärt. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob mein Voice-Input gut funktioniert. Sehr schön. Ich gehe mal in den Main Room. So, wunderbar. Jetzt hoffe ich nur, dass uns hier nicht gleich die Technik durchknallt. Genau. Du guckst mal, dass du in meinen Test reinkommst. Richtig. Oh, ich habe schon Sachen gehört gerade. Oh, hallo. Oh, hallo. Hallo. Ich hoffe einfach, dass mein Mindtest jetzt ordentlich startet. Ja, das ist ja praktisch. Das hoffen wir auch sehr. Gerade sieht es gut aus übrigens. Wir hatten das heute schon schwieriger. Oh, herrlich, wie geht's euch so? Ja, läuft sehr gut. Ja. Gut, ich stehe hier noch auf dem Berg, sehe ich gerade. Oh. Das war nicht so geplant, oder? Nee. Was machst du da noch mit Berg? Weil wir sie da eben geholt hatten. Also da, wo du die Pflanzen zerstört hast, da ist eine Telefonzelle auch in der Nähe, warte mal. Wo habt ihr die denn hingestellt, die Telefonzelle? Könnte ich auch die einfach ist hinter dem Berg, genau. Beamen sie lieber, da sonst sie muss ihr ein Telefonzellennetz weg. Sonst falle ich jetzt auch gerne den Berg einfach runter. Es gibt ja keinen Fallschaden, das gefällt mir am allerbesten. Ja, oder ich glaube... Oder mich holen? So, Achtung, ja, holen bist du bereit? Schneller. Nein. Egal. Und los. Oh, wow. Bam. Das fühlt sich gut an. Jetzt muss ich einmal... Wow. Muss ich einmal ganz kurz gucken. Noch. Ja, guck mal, da. Schlecht gut? Okay. Gut. Oh, das sieht viel schöner aus als gerade eben. Ja. Jemand, der es schätzt. Ja, und vor allen Dingen, es ist noch nicht blau, aber es hat schon mal eine Lampe. Wieso blau? Das war jetzt eine Doctor Who-Anspielung. Es tut mir so weh, dass ich dir das erkläre. Hier. Ja, okay. Ich dachte, du redest von dem Licht hier darüber. Das muss auch blau dann. Und dann möchte ich bitte das nächste Mal, wenn wir hier so in einen Workshop reinkommen, dass du dann wuh machst. Hat die Telefonzelle nicht rotes Licht? Nee, die Telefonzelle hat auch ein blaues Licht. Bin ich mir ziemlich sicher. Kriegen wir in Rec Room für dich eine schöne Telefonzelle gebaut. Ich finde das schon sehr schön, was ihr hier gemacht habt. Okay, ist Manu eigentlich da? Kann ich Manu hören? Nee, Manu kann ich so nicht hören. Moment. Manu, ich kann dich nicht hören. Ja, Manu, ich muss auch auf Unmute klicken, dann könnt ihr mich auch hören. Nice, Manu, nice. Bevor wir uns in Doctor Who-Referenzen verlieren, was wollt ihr uns denn jetzt hier zeigen? Wo bist du denn überhaupt? Ich sehe dich noch gar nicht. Manu, wo bist du? Ich bin bei mir lädt's noch. So. Okay, das heißt, gut. Ich bin mit euch. Ja. Kriege ich euch beide ins Bild? So sieht's schön aus. Mhm. Wir können das ja so hinstellen. So. Ja, genau. Stellt euch mal schön hin, so in die Mitte. Ja, ganz herrlich. Genau.
Sehr ja, gut. Ja, also erstmal, wir haben euch Sachen mitgebracht. Also wenn jetzt, sollen wir noch auf meine... Ja, ich hab... Oh, eine Blume! So, für unsere Gäste natürlich. Das ist, wir machen jetzt einen Museumsempfang. Ein Museumsempfang. Ich kann hier auch noch so Pflanzen hinstellen. Wo du die bloß her hast. Ne? Du, ich kann dir das. Ich habe sonst auch noch ein Schild, das ich wohin stellen kann. Also ich bin auf jeden Fall sehr gut, sehr, sehr zu haben. Mutierten irgendwas. Ganz gut, dass wir sie gleich auf der Plattform unterbringen. Sie klaut nämlich. Ich wächst ja hoch. Krass, jetzt habe ich die Pflanzen auch zu sehen weggemacht. Das wollte ich nicht. Dankeschön für den Empfang. Ich freue mich sehr. Ohne ich stehe auch in irgendeiner Telefonzelle. Könnt ihr mich? Ich stehe bei der. Ja. Holt mal Manu ab, bitte. Sehr gut. Ich hau dann die Rose kaputt. Ups. Und den Strand habe ich auch direkt mitgenommen. So. Seid ihr beide da? Sehr schön. Dann okay. Willkommen beim Pixelmuseum Workshop. Ja, hallo. Wir bauen in Mindtest ein Museum für Pixelgrafik, Pixelart nach. Wir werden gleich in eine wunderbare, natürlich gewachsene Schlucht kommen. Mhm. Und die haben wir verschönert mit einem Museum für euch. Cool. Da gehen wir jetzt rein. Genau. Und zwar gehen wir zur Aussichtsplattform. Aussichtsplattform? Genau. Jetzt bin ich wieder im Zentrum. Moment. Du schaffst das. Ja, ich komm schon. Alles Nina gut. Hat die Telefonzelle abgebaut, wie ich sie kenne. Nina, der kleine Troll. Oh. Genau. Seht ihr schon was? Ja. Die Frage ist, wie eure Sichtweite ist. Ja, ne? Vielleicht auf Fluss nochmal erhöhen, falls das irgendwie zu kurz ist. Und eventuell müsst ihr ein bisschen näher dran fliegen, wenn ihr nichts seht. Fliegen? Könnt ihr das? Weiß ich nicht. Drück mal auf K. Fly Mode. Genau. Yeah. Also das haben wir dir eben nicht gesagt, weil du diese Jump-One-Sachen machen musstest. Ihr habt mich also extra gefoltert. Ja. Mhm. Oh, ist das süß. Und das habt ihr jetzt die ganze letzte Zeit jetzt gebaut? Ja, also nicht wir, sondern natürlich die ganzen tollen Teilnehmenden, die hier bei uns waren. Workshop. Genau, wie das bei einer Museumsführung ist, haben wir die Artist is present quasi. Die KünstlerInnen auch mit dabei. Wir können das in eine kleine Runde drehen. Bei dem Krinke ist quasi Schluss. Wir haben eine Grenze gezogen. Mhm. Dann fangen wir doch vielleicht bei dem Star Wars-Bereich hier an. Das ist ja nicht nur Star Wars-Bereich. Ja, aber da wird noch ein großes Star Wars-Sein entstehen. Das soll leuchten, damit wir einen Boden haben, der leuchtet. Wir können uns ja hier auf den Yoshi draufstellen. Robin, vielleicht magst du auch mit hier rüberkommen. Ja, und dann, ich kann mich hier draufsetzen. Genau, dann sind wir ganz gut eingefangen, schätze ich. Und dann kannst du ein bisschen erzählen. Ja. Wie viel ich aus dem Bild raus, dann ist nur der Künstler zu sehen. Künstler. Du meinst, ja, okay. Aber wir sind bei dir. Modus ausgehen. Ja, ich habe angefangen mit dem Pixel Art. Da habe ich erstmal den Yoshi gebaut, weil bei den Vorlagenideen waren Mario zu sehen. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt baust du Yoshi, hast du Lust drauf. Mit dem war ich auch relativ zügig fertig. Auf den kann man auch wunderbar drauf sitzen. Ist ganz bequem hier. Süß. Und dachte ich mir dann, wenn ich schon den Yoshi habe, dann setze ich ihm direkt daneben dann das Ei da auch noch hin. Ja. Ist es schwer, so groß zu pixeln? Also die Vorlage? Naja, man muss halt immer nur darauf achten, dass man zählt. Okay. Wie viele Pixel sind das? Wie hoch muss ich jetzt? Ich musste mit dem Yoshi die Füße, habe ich angefangen. Und ich habe das irgendwie viermal unten neu angesetzt, weil ich mich da verzählt hatte. Vor allem im hinteren Bereich, so hier in dem, wo ich jetzt davor hocke. Da hatte ich mich verzählt mit dem Balken. Und das ansonsten ist es ganz angenehm. Mhm. Und im Anschluss bin ich dann weitergegangen und dachte mir, dann nehme ich jetzt das andere Genre, was ich gerne erlebe, gucke und baue ein R2D2. Wie ist das mit dem Material? Also ich meine, jetzt habe ich, ich habe jetzt schon zwei verschiedene Sorten Stein geklaut. Einmal Sand und einmal Stein geklaut und habe das jetzt in meiner Taskbar drin. Ich weiß, ich bin totaler mein Test-Noob. Wie ist das mit den Farben? Also das erklärt sich mir gerade noch nicht. Hast du da, gibt es da eine extra Palette für oder ist das irgendein extra Add-on? Das ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob das mit Mindtest im normalen Spiel drin ist. Das müssen dann die Leute regeln, die es wissen. Aber es ist Wolle, alles Wolle und die farbige Wolle gibt es so. Da gibt es viele verschiedene Farben. Ja, Wolle ist gefärbt. Im normalen Spiel auch machen, ja genau. Scharfe Scheren und dann mit
Farben einfärben, genau. Ja. Genau. Das ist ja krass. Und wenn ich da jetzt gegen haue, dann mache ich wieder kaputt, ne? Richtig, und das machst du am besten nicht. Nina, geh weg davon. Okay. Berühren verboten. Das ist gut. Das Ausstellungsstück nicht anfassen. Genau. Damit kann ich umgehen. Ja, cool. Und dann willst du hier unten das Star Wars Schild. Ich sehe schon, da ist der Rahmen schon fertig. Richtig, das Rahmen, der nur ungefähr mit, ich weiß, wie groß es wird. Ja, und da benutze ich jetzt gelben Leuchtstein. Der ist auch hier unten tatsächlich schon ein bisschen an. Bei dem S, dass es leuchtet, um der R2D sozusagen von unten zu beleuchten, wenn es dann Nacht ist. Wenn es dann heller wird. Das probieren wir am Ende mal, oder? Ja, richtig. Ja. Cool. Baut ihr gerade einen Wolleturm? Nein, genau, bin, damit du die Farben siehst. Das sind ja lauter Schalter. Unten drunter sind lauter Lichtschalter. Ja, die ich muss ich unten drunter packen, damit das Licht auch anbleibt. Ja, geil. Lichtschalter cool. Ja, wunderschön. Großartig. Ja. Ja, und dreh dich mal rum. Ich dreh mich mal um. Oh. Was ist es? Ich musste gerade an das Ei denken. Da müsste Momo was zu erzählen. Ja, bitte. Tatsächlich habe ich einfach rumprobiert. Es war mal so, sah mal aus wie ein Taco, ist dann geworden zu einem Eigelb und hat jetzt. Genau, ich glaube, es spiegelt meine Laune wieder, ist doch auch schön. Ich habe einfach ein bisschen rumprobiert und festgestellt, dass natürlich ohne Maus das deutlich also noch ein bisschen umständlicher ist, das zu machen. Ohne Maus? Und wie hast du denn gepixelt? Ich wollte gerade sagen. Mit meinem Touchpad von meinem Telefon. Touchpad? Das war... Trackpad. Ding. Ja, cool. Ein Kunstwerk. Ich finde, das ist ein Spiegelei, was meine Laune repräsentiert, finde ich, ist mein Satz des Tages heute. Ja. es spiegelt auch so ein bisschen meinen aktuellen Technikmodus und Erfahrung wieder, glaube ich. Das ist ganz gut. Und es könnten drei Beine sein, aber eigentlich ist es ein Arm, auf dem es sich zurücklehnt, lastiv. Aber das finde ich schon, dass man das erkennt, dass sich das Ei mit Armen und Beinen zurücklehnt. Auch sehr schön den Hut gerade so greift, um irgendwie zum Tanzen anzufangen. Ja. Ja. Breakdance-Eye. Huh. Und was mir besonders gut gefällt, dass es in die Landschaft eingebettet ist. Das finde ich auch sehr hübsch. Das ist eine schöne Idee. Dass es sich quasi auf diesem Grassteg abstützt. Sehr schön. Mhm. Ja, cool. Auch schön mit den Blümchen und den Beleuchtungen gemacht. Wir machen jetzt eine Auktion im Chat zum Ersten. Ja, also ist wir das, können die Welt weitergeben. Ist das erste Mal, dass du sowas aus Wolle baust und dann mit deinem Trackpad, also ich finde das ja schon krass, dass du es mit dem Trackpad machst, weil holy, würde ich nicht. Ist es das erste Mal, dass du dich ausprobierst in sowas? Ja, wahrscheinlich habe ich auch deswegen keine Maus. Wenn man nie auf die Idee kam, dass das für was genug wäre. Mhm. Cool, dann hast du ja praktisch eventuell ein neues Hobby gefunden. Ich finde es tatsächlich nett, aber ich glaube, ich brauche eine Menge Geduld, wenn ich mir nicht irgendwann doch eine Maus kaufen will. Ich glaube, ich würde dir auch empfehlen, eine Maus zu kaufen. Vielleicht bekommt das Ei dann noch mehr Gesichtsform. Oh. Ich meine, gerade sieht es ein bisschen aus, als würde es schmollen. Mal ehrlich. Sehr cool. Danke dir fürs Erklären deines Erstlingsversuchs praktisch. Das ist spannend. So, was sehen wir als nächstes? Dürfte ich vielleicht, weil ich muss gleich weg. Klar, sag uns nur, wo du hin willst, wo ich hin soll. Geh nochmal auf die Aussichtsplattform. Bei der du gestartet hast. Ja, hier. Wie komme ich eigentlich runter? K drücken, dann fällst du. Oder Shift. K und dann falle ich. Und niemand will fallen. Yeah. Okay. Aber du kannst auch Shift drücken, dann sinkst du ein. Hab ich. Wunderschön, ja, hier bin ich. Oder besser noch, siehst du mich? Ich müsste irgendwas mit Ulrich 1000 oder sowas heißen. Da, ja. Hallo. Nina, bin ich genau hinter dir? Ja, ich kann dich sehen. Genau. Dann komm mal zu mir. Ah, das ist, du siehst, alle sehen so lustig aus, weil ich habe die alte Mindtest-Version, deswegen haben alle immer die Hände hoch und keine Beine. das sieht sehr lustig aus. Also wenn man jetzt hier herunterschaut, dann sieht man dort, da steht
Da steht was. Kannst du es lesen? Da steht, erstmal steht da AD, oben rechts. Okay, Games, Gamespreis steht da ganz groß. Genau, also es wurde, das AD ist nicht von mir, das wurde hinzugefügt, weil mir vorgeworfen wurde, ich würde hier Werbung machen. Aber ich würde natürlich niemals für den Gamespreis Werbung machen. Niemals. Bei dem man, wenn man bis zu 26 Jahre alt ist, jetzt gerade einreichen kann, wenn man aber aus Bayern ist. Das heißt, es trifft für die meisten Leute hier wahrscheinlich zu. Aber wenn du jetzt nochmal zu der Telefonzelle hingehst, zu der Telefonzelle, und wenn ich den Matt bitten kann, mal das Licht auszumachen. Oh, jetzt soll ich mal das Licht ausmachen? Okay. Oh, ich Achtung. Darf einen Schalter drücken. Muss ich mit rechts, mit dem rechten drücken? Ne? Ja. Nina, bau den Schalter nicht ab. So, jetzt? Matt, mach mal das Licht aus. Oh ja. Jetzt siehst du. Oh. Kannst du nochmal drücken, den Schalter? Warte, nochmal. Okay, Moment. Ich muss erstmal wieder sinken. Du bist schon ein bisschen stolz. Cool. Mit Animation sogar. Das ist mega cool. Ja, schau. Die finden das cool, auch wenn die anderen nicht so haben. Weil es hieß, das wäre nicht so schön. Du hast mich gerade dazu gebracht, einen Schalter zu drücken und gleichzeitig nichts abzubauen. Ich bin schon ziemlich stolz auf mich, wenn ich ehrlich bin. Nice. Nice, nice, nice. So, können wir das Licht wieder anmachen? Ich habe Angst im Dunkeln. Spaß. Mit dem nächsten Bild hier überein. Ja, das nächste Bild dann. Vielen lieben Dank dir, Ulrich. Oh, das sieht viel besser aus. Oh, das ist ja mega schön im Dunkeln. Ja, das ist auch im Hellen schön, aber im Dunkeln Wahnsinn. Ist es ja mega. Boah, ich brauche ein Bild. Also, was sehen wir jetzt? Bei Mario sind wir, oder? Ja, ich glaube, dass es das Mario ist, was alle meinen. Nein, ich bin doch auch im Mindset. Ich sehe doch nicht, was du siehst. Alle so, oh, ist das schön, Manu. So, wo? Genau, ihr seht hier auch nochmal, wie das so angedacht war. Wir hatten eine Reihe von Vorlagen vorbereitet. Die ist hier unten links gerade zu sehen. Da stehe ich gerade davor. Genau. Und das ist die große Variante davon. Cool. Und das ist das, was ihr meintet mit dem Abzählen. Also man guckt dann einfach, alles klar, ich brauche zwei schwarze Wolle, darüber braun und hellbraun, und dann baut man das. Und dann rennt man rüber und baut ein Stückchen und dann geht man wieder zurück. Ja, oder, Kasper? Ja, genau. Ja. So habe ich das auch gemacht. Also den Anfang und dann den Bilderrahmen ergänzt, damit es ein bisschen fülliger aussieht. Cool. Mega cool. Auch mit dem Licht gefällt mir das sehr gut. Und den leuchtenden Augen. Ja. Herrlich. Cool gemacht. Ja. Auch, aber warum ist da das Google-Mail-Icon darüber? Wow. Überall Werbung. Das hat sich doch gerade geändert. Das hat sich doch gerade geändert. Das sieht gar nicht mehr so aus. Ja, total schön. Soll ich trotzdem nochmal das Licht anmachen, damit wir es auch nochmal bei Licht sehen? Ja, bitte. Aber der Rahmen ist wirklich schön mit dem Licht. Ist echt cool geworden. Und dann sind da aber auch jetzt, das ist doch Material zwischen, das keine Wolle ist, das sehe ich doch. Textur, Nina hat das genau erkannt hier. Was ist das hier? Was ist das? Das soll ich das abbauen? Unbeleuchtete Lichtblöcke. Unbeleuchtete Lichtblöcke, okay, das ergibt Sinn. Dann hast du dahinter die Schaltung gemacht, oder wie? Ja. Haha, ich sehe das Loch, Moment. Ich will mir das mal angucken. Ich darf mir das angucken. Voll die Baustelle hier. Mario von hinten. Mario von hinten, einmal hinter die Kulissen schauen. Hoho. Cool. Und dann sind da einfach, okay, und hier hast du jetzt einfach noch keine Schalter dran. Nee, das ist ein Kunstwerk im Werden. Nice. Ja. Cool gemacht. Hast du auch schon mal gepixelt oder war das auch dein erster Pixelversuch? Das war mein erster Pixelversuch. Ich weiß nur vom Kollegen, der sehr viel, also einen großen Minecraft-Server aufgebaut hat, dass er mal ganz viele Pokémon in Pixelform von der ersten Generation aufgebaut hat. Ein riesengroß. Und da dachte ich so, ja, okay, warum nicht? Dennoch ist es trotzdem mein erster Pixelversuch. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Man kriegt deutlich mehr Respekt vor Pixelspielen, oder? Wenn man selber mal eine halbe Stunde gepixelt hat für einen Charakter. Oh ja. Ja, so Pixelgrafiken sind ja auch anspruchsvoller, als man so meint. Cool, sehr gut geworden. So, was gucken wir uns als nächstes an? Ich möchte mehr sehen. Wir haben so einen angefangenen Deadpool. Was? Ja, der ist angefangen nur. Das voll in Ordnung. Ich folge ihm einfach mal. Den habe ich angefangen, auch mit einer Vorlage. Und das Problem ist, je größer die Bilder werden, umso mehr Zeit muss man halt rein investieren. Ich kann euch hier die Vorlage mal hinmachen. Da. Cool. Und da kann man ja schon mal näher dran gehen. Da sieht man ja schon die Auflösung. Mhm. Ja. Und auch schon so ein bisschen gefuscht, wenn es zu aufgelöst ist. Also, ich finde Fusch erstmal nicht schlimm, solange du ihn gut versteckst.
Ja, genau. Jetzt kommen die ganzen Tipps. Dün, dün, dün. Ich finde eher, das Pixelart macht ja den Charme aus, dass man mit eindeutig großen Klötzen schafft, trotzdem eine Ästhetik herzustellen. Ja, mhm. Aber man kann auch schon erkennen, was du da versuchst. Also ich bin sehr gespannt. Du machst es heute noch fertig hier, oder? Weil das durch muss ich ja auch Leuten helfen. Klar. Ja. Klar, verstehe ich. Ich arbeite dran. Aber ich habe dafür den Krinkte gemacht schon. Also, mehrere. Zu dem gehen wir noch mal hin. Mehrere, ja, ich habe 2 Krinktes gemacht. Ja, wir können hier einmal um die Ecke nochmal rumfliegen. Genau, hier lang. Ja. Es gibt viele Ecken in diesem. Es gibt viele Ecken, ja, unter dem großen Pixel-Museums. Hinter mir. Genau. Oh. Ja. Ja, genau. Mhm. Ist der Eingang zu unserem Pixel-Museum, quasi dem Tal der Pixel oder so. Ja, dem Tal der Pixel. Und hier gab es die kleine Galerie im Prinzip, wo wir angefangen haben, uns ein bisschen auszutauschen und Pixel anzuschauen. Mhm. Und so ein bisschen zu gucken, wie das funktioniert auch, ne? Genau, und direkt links neben dem Eingang zum Pixel-Museum, genau, da schaust du gerade drauf zu, ja, haben wir den ersten Krinkel. Der ist voll süß. Das ist übrigens Krinkel. Das zeigt auch den Eingang. Ja, also da ist der Eingang. Oh, das ist ziemlich cool. Ja. Also eine ziemlich, ziemlich coole Idee. Ich mag das sehr. Das habt ihr sehr schön gemacht. I'm amazed. Eins haben wir noch. Ja. Und da oben ist eines der Gespenster. Wie heißt die noch? Buß? War das eigentlich mit der Schwerkraft ein Problem beim Pixeln? Genau. Also musstet ihr quasi unten anfangen? Man kann nicht einfach irgendwo anfangen, gell? Ihr müsst schon quasi eine Verbindung schaffen. Eine Zusatzerschwernis, dass man mit Schwerkraft pixelt hier. Ja, also es gibt Blöcke, die haben tatsächlich Schwerkraft. Also Sand würde einfach nach unten fallen. Wenn man das nicht richtig macht, aber man kann, genau, wenn man auf einer Seite anfängt, hier bei dem Geist zum Beispiel, an dem Felsen und anschließend kann man halt noch weiterbauen. Wenn man dann allerdings sowas machen möchte, wie noch ein paar, wie dieses Schild, was hier davor beschreibt, was man hier sieht, dann muss man zuerst die Blöcke bauen und dann die Blöcke setzen, die man möchte und dann wieder die Basis wegbauen. Genau, ist ja auch so ein sehr passender Titel hier, oder? Wie in so einer Kunstgalerie, Ghost of the Past. Sehr gut. Das ist sehr süß. Genau. Genau, und Matt hat das auch in Ebenen gemacht. Also, ich bin erschrocken, dass gerade das Licht ausgegangen ist. Ja, sorry. Mit dem Mond dahinter auch. Oh. Also fliegt mal vorbei und dann seht ihr, wie sich das so ineinander schiebt. Das ist sehr schön. Ja, das ist ziemlich cool geworden. 3D-Pixelart. 3D-Pixelart, ja, mit den Layern. Das ist, ich unterschätze das ja immer, also. Weil es gab ja diesen krassen Hype um dieses Spiel und ich bin ein notorischer Hype-Verweigerer und habe deswegen ganz, ganz schnell aufgehört, dieses Spiel zu spielen. Und es hat sich aber trotzdem gezeigt, dass damit echt mehr möglich ist, als man so ihm zutraut. Und gerade wenn es so um Pixelart geht und auch um das Nachbauen von irgendwelchen riesengroßen Fantasy-Welten, ist das schon ziemlich cool. Und auch, dass ihr offensichtlich Leuten die Möglichkeit gegeben habt, das mal auszuprobieren, ohne vorher eine Berührung dazu zu haben, finde ich schön. Ich mag das. Gefällt mir. Danke. Ja. Kann man doch auch mal sagen, oder? Ja, approved. Ich finde es sehr schön. Um den Kreis zu schließen, jetzt kannst du dich nochmal umdrehen, zu wo wir angefangen haben. Da. Genau. Sieht man das auch ganz schön, wie das nochmal leuchtet, die angefangene Star Wars-Schrift hier unter der Wasseroberfläche, Robin da hingesetzt hat. Wenn das fertig wird, sieht das nochmal richtig schön aus. Hat richtig Star Wars-Feeling, finde ich. Sieht halt aus wie so ein Lichtschwert. Hat ungefähr so diese Vibrance, sagt man da. Ja. Das stimmt schon, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Das wird noch ziemlich cool. Also ich würde mir wünschen, dass es heute noch fertig wird. Nur damit wir dann nochmal reingucken können. Ja, cool. Ich versuch's. No pressure. Zack, Licht wieder an. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank euch für diesen Rundgang. Das war sehr, sehr super. Mhm. Bitteschön. Mhm. Ach, der Krinkel ist so süß hier hinten. Ja, er sagt auch was Nettes. Jeder, der hier mitgemacht hat, kommt doch nochmal alle hier zusammen. Stellt euch nochmal auf die Aussichtsplattform vielleicht drauf. Dann machen wir ein Foto von euch, genau. Ja. Ich möchte bitte einen Screenshot haben von diesen ganzen Menschen. Moment.
Es muss irgendjemand von euch machen übrigens. Ich gucke meine Regie an. Ja, kein Problem. Ich mach ja. Ach, wie rum sollen wir das denn machen? Also ich stehe jetzt hier und spiegelverkehrten Pixelmuseum. Der Crinkle ist im Hintergrund. Er ist im Hintergrund? Ach so, andersrum. Ah ja, so. Hallo, hier bin ich. Ich stehe sich alle umgedreht haben. So, Gehst du mit drauf, Matt, oder nicht mit drauf? Ich stelle mir gerade die Situation echt vor. Ich mache ein Foto von euch und alle stellen sich mit. Der Benni kann doch. Benni macht ein Foto, alles klar. Benni kann ein Foto machen, oder? Nee, Benni macht gar nichts. Benni ist nicht da. Ich mach. Ich glaube, wir haben. Jetzt stehe ich in jemandem drin. Ja, ich. Oh, bitte nicht. Wow. Manuel. So, warte, stopp, ich muss noch ein bisschen höher. Müssen wir zu Manu gucken. Alle gucken zu Manu. Und lächeln nicht vergessen. Ach so, was ihr jetzt machen könnt, genau, wenn ihr auf Manu guckt und mit der linken Maustaste drückt, vorsichtig, dann winkt ihr. Das ist doch cool. Genau. Wenn ihr Nina seid, macht ihr alles kaputt. Ich wollte gerade sagen, ich darf mich jetzt noch nicht bewegen. sonst verschwindet die Insel, auf der wir stehen. Lalala. Cool. Das war sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank euch. Mega. Dann viel Spaß noch. Wir sehen uns später. Ja, stimmt. Wir sehen uns, obwohl heute nicht mehr, glaube ich. Ne? Also außer ihr guckt natürlich den Stream. Ihr guckt natürlich alle den Stream. Natürlich. Ich glaube, mich siehst du in einer halben Stunde oder so. Ja, das kann sein. das kann sein. Habe ich jetzt gerade noch nicht im Blick. Ich weiß immer nur, was als nächstes kommt. Nein, Spaß. Also heute haben wir zwar keinen Workshop-Ausblick mehr, aber das war schon ein ziemlich guter Einblick in das, was ihr heute gemacht habt. Das war sehr, sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank euch für das geduldige Erklären und ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß heute den Rest eurer Zeit, um das noch weiter auszuprobieren. Absolut. Wunderbar. Dann, ja genau, sagen wir einfach alle mal ganz lieb Tschüss. Dürft noch einmal winken. Wunderschön. Ja. Yay. Sehr cool, Dankeschön.